Yo, was geht ab? Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade meinen Vlog geschnitten und gefrühstückt und mein Fernseher kam gerade an. Ich zeige ihn euch gleich, der steht schon in der neuen Wohnung. Und jetzt fahre ich zum Baumarkt, weil ich nochmal neue Grundierung kaufen muss. Und ich glaube, ich werde die Holzfarbe umtauschen für die Decken. Ich glaube, ich lasse die so. Falls es mich wirklich stören sollte, wenn ich drin wohne, kann ich sie ja immer noch streichen. Ja. Und dann kaufe ich noch Holzfarbe für meinen Kleiderschrank, weil den will ich ja streichen. Aber ich habe mir heute überlegt, es gibt ja auch so Klebefolie. Ich frage mal nach, was da einfacher ist. Und den messe ich jetzt erstmal aus dem Schrank, damit ich weiß, wie viel ich brauche. Hol mein Zeug und dann fahre ich in den Baumarkt und dann mal sehen. Dann wollen wir mal uns hier wieder austoben. So, okay, ich bin jetzt in der Wohnung, mache jetzt gleich das Bad weiter und look at this, big baby. Der Fernseher ist angekommen, er ist riesig. Boah, diese Wohnung ist so hell, es ist so geil. Ja, ich überlege im Wohnzimmer. Wartet mal. Ich zeige euch das von andere Sichtweise. Hier das Sofa hinzustellen. Hier Fernseher. Irgendwo hier muss noch ein Schreibtisch hin und hier eine Essecke. Zu diesem geilen Bild. Boah, dieses Bild ist so groß. Man sieht es in der Kamera immer nie, aber es ist riesig. Riesig. Ich messe jetzt aus, wie groß das ist. Weil es mich interessiert von Größe her. Also. Es ist 2 Meter mal 1,40 Meter. Das ist schon very big. 1,40 mal 2. Ja. Laura kommt jetzt kurz vorbei und ich weiß nicht, ob sie kurz vorbeikommt oder lange. Sie kommt auf jeden Fall vorbei, um sich die Wohnung anzugucken. Das ist übrigens die grundierte Seite. Die ist schon sehr gut. Und diese ganze Seite muss ich jetzt noch grundieren. Gerade schon alles abgeklebt. Und diesen Schrank werde ich bekleben. Diese Seite und dieses alles, was so holzi, holzi ist. Ja, dafür habe ich gerade PCP-Fixfolie, wie auch immer sie heißt, gekauft. DC, wie heißt sie? Ich habe es vergessen, wie sie heißt. Sie heißt DC-Fixfolie, sag ich doch. Ja, und ich muss auf jeden Fall alle Wände hier streichen, weil die sind in so einem komischen Gelb. Alle in der ganzen Wohnung. Ja, mal gucken, wann ich damit anfange. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht nie. Nein, doch. Ja, und ich habe mich dagegen entschieden, die Decken zu streichen, weil ich glaube, es stört mich nicht. Ja. Jetzt mache ich mir mal Musik an, warte bis Laura kommt, dann zeige ich ihr die Wohnung und dann geht's weiter. So, Laura ist jetzt da, beziehungsweise sie ist gerade kurz hochgegangen in die andere Wohnung. Ich werde jetzt anfangen mit dem Schrank und den bekleben, also alles was holzi holzi ist. So, diese Folie habe ich jetzt, DC-Fix-Folie, und das ist ziemlich geil, dass die von der Breite her passt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gar keine Ränder irgendwo haben, das ist sehr nice. Handwerker Vanessa ist in Mache. Wie läuft's so? Gut. Wie sieht es aus? Eins von vier haben wir geschafft, so halt. Ja, jetzt wissen wir es ja, wie es geht. Ja. So, jetzt cutte ich das mal. Eins von vier. Obwohl eins von sechs eigentlich, die Seiten müssen ja auch noch. Ja. Wie fandst du es? Ja, wenn man die Technik raus hat. Ja, wenn man es einmal raus hat, dann ist es okay. Ja. Das war uncool, das hier drin. Ah, das sieht man aber sonst. Eben. Und jetzt geht's weiter, jetzt machen wir da oben. Da oben. Deine Haare sind voll lila. Ja, sind ja. Was sagst du? Ja. Oh, unten noch. Yes. Ah! Oh.
Aber es sieht sehr schön aus. Haben wir gut hingekriegt bis jetzt. Tada! Jetzt müssen wir nur noch die Seiten machen. Wir hoffen, das wird einigermaßen einfacher. Sind aber nur zwei Seiten. Ja, Gott sei Dank. Okay. Und was sagst du? Ich kann nicht mehr. Und ich muss heute noch hinmachen. Anderthalb Bars. So, der Schrank ist auf jeden Fall jetzt schon fertig. Ich überlege nur, ob ich das Silberne noch anders mache. Und jetzt gehe ich weiter ins Bad und werde jetzt die Seite grundieren und diese gleich lackieren. So, okay, Bad ist ready, grundiert, das wird morgen lackiert. Ich wollte ja heute schon die Hälfte lackieren, aber dann habe ich den Lack ja auf und dann trocknet der. Also beides morgen. So, und was ich noch gemacht habe ist, Licht, diesen Teil von der Tür schon mal weiß gestrichen. Ja. Folgt nur noch der ganze Rest. Juhu. Ist eigentlich kein Ding, nur die Decken sind so hoch, dass es selbst mit Leiter echt schwierig. Aber naja, das war's für heute. Ich muss jetzt hoch. Ich muss, hi, nämlich noch ein Video schneiden. Deswegen ist heute Feierabend. Für jetzt. Für heute. Ja. So, Guys, ich habe jetzt gerade noch, falls ihr euch daran erinnert, diesen Spiegel gereinigt. Der war nämlich noch voll mit Kleberesten. Die sind weg. Ebenso wie die Klebereste auf der Fensterbank. Sie ist wieder sauber. Und das alles mit Hilfe von Terpentin-Ersatz. Das hat man davon, wenn man rote Beete ohne Handschuhe schneidet. Ja. Mal sehen, ob ich es bereuen werde oder nicht. Aber ich gebe jetzt mal You Are Wanted eine Chance. Dem Schweighöfer. Ab geht's. Los. So, ich werde jetzt schlafen gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht es weiter mit der Wohnung. Also, bis morgen.